Hallo zusammen, mein Name ist Jasmin und ihr kennt mich vielleicht als Tierentwix auf Instagram oder YouTube. Ich habe heute die besondere Ehre, euch ein wundervolles Produkt vorzustellen, und zwar den neuen Yves Rocher Adventskalender für das Jahr 2021. Ganz nach dem Motto Willkommen im Fantasiegarten hat dieser wunderschöne Kalender jeden Tag eine tolle Überraschung für euch parat. Na, habt ihr Lust, gemeinsam mit mir dieses Tor zu öffnen und symbolisch einer geheimnisvollen Eule zu folgen, die mit weit aufgerissenen Augen durch den bunten Blätterwald schaut und uns die ein oder andere Überraschung anzeigt? Im diesjährigen Kalender ist wieder allerhand geboten aus den Kategorien Make-up, Gesichtspflege, Haarpflege, Körperpflege oder auch Parfum, und das wird uns die Zeit bis Weihnachten auf jeden Fall versüßen. Als exklusive Preview darf ich euch heute bereits 7 Adventskalender-Türchen präsentieren, also keine Angst für alle, die sich wirklich gerne richtig überraschen lassen möchten. Mehr wird natürlich nicht gezeigt und ich würde sagen, wir legen gleich mal los mit dem ersten Türchen. In Türchen Nummer 1 verbirgt sich die beruhigende Crememaske mit eigener Bio-Kamille aus La Cassilie. Sie beruhigt und pflegt empfindliche und oder trockene Haut super intensiv und weich. Bevor ich euch jetzt das Nikolaustürchen zeige, ein wichtiger Hinweis. Für jeden verkauften Adventskalender pflanzt die Fondation Yves Rocher einen Baum. So, nun aber zu Türchen Nummer 6. Darin befindet sich der Rouge Vertige Lippenstift Satin in der Farbe 56, ein wunderschönes, kräftiges Rot. Winterzeit ist Badezeit und da werdet ihr bei Türchen Nummer 12 fündig. Da ist nämlich das Duschbad Gourmet Blackberry enthalten mit dem verführerischen Duft von Brombeeren. Ganz hoch im Kurs steht bei mir Türchen Nummer 13. Da ist ein Nagellack aus der Go Green Serie enthalten. Ich finde, diese Farbe kann man wirklich das ganze Jahr über kombinieren, aber sie passt auch wirklich richtig, richtig toll zu festlichen oder weihnachtlichen Looks, die wir jetzt in der Adventszeit gerne tragen. Und ja, ich würde sagen, direkt nach diesem Videodreh werde ich den mal ausprobieren und euch ein paar Bilder davon einblenden. Die Farbe lässt sich wunderbar lackieren, hält lange durch und hat ein sehr schönes glänzendes Finish. Hinter Türchen Nummer 21 versteckt sich eine extra Portion Pflege. Die Yves Rocher Forschung für Pflanzenkosmetik hat die Karité-Butter aufgrund ihrer außergewöhnlich aufbauenden und reparierenden Wirkung ausgewählt. Die Haut wird intensiv gepflegt, geglättet und fühlt sich wirklich wie neu an. Jetzt möchte ich euch Türchen 23 vorstellen. Und zwar verbirgt sich dort die Handcreme Melting Orange mit Bio-Karité-Butter und Macadamiaöl. Die Textur ist super zart, zieht sehr schnell ein und die Handcreme duftet ganz himmlisch nach Orange und Schokolade. Super weihnachtlich. In Türchen 24 ist natürlich ein richtiges Highlight enthalten, und zwar die Intense Metamorphose Mascara in der Special Edition. Das Packaging ist nicht nur wunderschön und weihnachtlich, auch der Inhalt hat es in sich. Ich werde super oft auf meine Wimpern angesprochen und das liegt unter anderem an diesem tollen Stück hier. Ich werde sie euch jetzt auch gleich einmal in Action zeigen und vor allem den Vorher-Nachher-Effekt. Die Mascara ist tiefschwarz und hat einen verlängernden Effekt und ich finde, sie macht wirklich echte Wow-Wimpern. Das war nun die erste Preview auf 7 Türchen des neuen exklusiven Yves Rocher Adventskalenders 2021. Ich hoffe, das hat euch Lust auf mehr gemacht. Der Warenwert des Kalenders beträgt ca. 109 Euro und es sind wirklich ganz viele tolle Produkte enthalten. Eine Sache, die ich auch super erwähnenswert finde, ist, dass der Kalender aus 60% wiederverwerteten Kartonagen von Yves Rocher hergestellt wurde. Und ihr könnt natürlich auch den Kalender wiederverwerten. Sprich, ihr könnt ein kleines Upcycling machen, entweder die Türchen neu befüllen und vielleicht sogar nächstes Jahr wiederverwenden oder auch die kleinen Kartonagen einfach als süße Geschenkverpackungen nutzen. Ja, werdet einfach kreativ. Ich bin ganz gespannt, was ihr damit anstellt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier. Bis dahin. Tschüss.